Leute, es ist Ostern. Frohe Ostern an euch alle da draußen. Ich hoffe, ihr hattet gutes Wetter und leckeres Essen. Auf jeden Fall sind wir seit gestern wieder zurück aus Barcelona. Wir haben jetzt 4 Städte in Europa gedreht. Videos kommen noch alles. Es wird noch sehr, viel, sehr, sehr viel mehr kommen. Eigene Serie, blablabla. Erkläre ich euch noch alles in den nächsten Wochen. Die Crew möchte eine Osterjause machen. Ich habe keinen Plan. Österreicher sind wirklich, ich check die nicht. Was ist eine Osterjause? Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben. Was ist eine Osterjause? Immer, wenn ich reise, ich verlasse die Wohnung immer ordentlich, aber dann komme ich so zurück und dann sieht es so aus. Hab gerade hier noch meinen Rucksack so ein bisschen kontrolliert und da habe ich die beiden gefunden, okay? Die beiden haben Lukas und ich gekauft, weil wir in Barcelona einmal feiern gegangen sind. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Die sind wirklich sehr, sehr klein, okay? Ihr könnt gerne mal jetzt den Moment nutzen. Schreibt rein, was ich in Barcelona für dieses kleine Ding hier bezahlt habe. Und in diesem Sinne, guten Tag Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein und Luxemburg und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute ist Ostern. Wir gehen ein bisschen Osteressen, Osterjause machen. Wir werden noch was Kleines trinken gehen, ein bisschen die Stadt Wien genießen. Lukas, Sabrina, Elias, alle am Start. Viel Spaß in diesem Video, Leute. Liken und kommentieren nicht vergessen. Ich muss auch ehrlich sagen, ich check immer mal wieder ab, wenn Leute mir so Nachrichten schicken auf Insta. Oder weiß es ich so, keine Ahnung, liken oder kommentieren irgendwelche Bilder bei mir auf Instagram, schaue ich mir die Profile an. Mittlerweile habe ich so ein bisschen mehr Bock, mich zu kleiden und schaue so ein bisschen, hey, könnte das zusammenpassen? Oder warum sollte das Outfit fresh sein? Oder warum denke nur ich vielleicht, dass das Outfit nicht fresh ist? Es gibt so viele freshe Leute auf Instagram, die so 200, 300 Abonnenten haben, aber die kleiden sich, die haben krasse Bilder, die haben viel mehr Likes verdient. So, ich like dann auch immer zurück. Das ist also, ich finde, sowas sollte man dann auch liken. So, wenn man etwas feiert, einfach Like da lassen. Tut niemandem weh. Ich muss euch schon sagen, ich bin wirklich der schlechteste U-Bahn-Fahrer der Welt. Das ist für mich immer eine Katastrophe. Ich fahre nur mit Navi, egal ob in München, egal ob in Wien. Tja, ich wollte es mir mal ein bisschen abgewöhnen, einfach weil ich fahre sehr viel U-Bahn, ist nicht gut. Aber das heißt gleichzeitig für mich Stress. Komplett egal, schaut euch mal dieses Wetter an. Randy ist nur im Hoodie unterwegs, ich bin so glücklich. Es war so warm in Barcelona und jetzt geht's hier hoffentlich los. Wir werden ins Plachuta gehen. Plachuta in der Wollzeile. Sehr, sehr starker Laden. Kann ich empfehlen, wenn ihr in Wien seid. Und da sind wir auch schon, Leute. Plachuta an der Wollzeile. Nur wenige Minuten später. Was? Message an Lukas. Gib mir bitte eine Message an Lukas. Jedes Mal. Das ich schwöre, das hat er schon dreimal mit mir gemacht. Ja, gell? Bei mir schon zweimal. Ich frage extra nach E-Wollzeile. Ja, ja, passt. Also Lukas hat mir gerade, hat uns beiden gesagt, hier, wo war es jetzt? Plachuta, andere Seite. Bist du sicher? Ja, ja, ich springe auf. Es geht, es geht. Okay. Ich bin aber schwer. Ja. Ich wiege so 87. Ja? 87. Fühlt sich aber schwerer an, oder? Schnitzel. Lukas lädt ein. Okay, teuerste einfach. Das teuerste. Mich und Randy einfach das teuerste. Nein, wir müssen eigentlich Champagner oder so trinken. Ostern. Irgendwie Ostern? Sekt oder sowas. Ich weiß nicht, ob man zu Ostern Sekt oder Champagner trinkt, aber mein Ostern läuft so ab. Ich muss aber sagen, ich wiege irgendwie sehr groß auf dem Fahrrad, oder? Kann es sein? Oder geht's? Nein, es geht eigentlich. Nein, ich glaube 6,50 oder so. Oder 600. Ist es günstig für dich? Ja, schon, oder? Oh, das ist ein Fahrrad. Das ist ein Fahrrad. 600 Euro für ein Fahrrad. Günstig, oder? Was haben Sie zu Ihrer Verteidigung zu sagen? Kenn ich. Alles fit, ne? Alles gut. Alles. Ich extra noch. Wie wolltest du, ja. Wie geht's uns an Ostern? Ladies and Gentlemen, frohe Weihnachten. Guter Mann, guter Mann. Anstatt 4 Gläser Prosecco, eine Flasche. Wir sind auf jeden Fall Plachuta, Gasthaus zur Oper. Was Osterjause eigentlich essen? Das kennt man, oder? Sabrina? Eier essen. Ja, Schinken, Osterschinken. Schinken, Eier. Krähen, Eier. Binsen. Ich will euch nur mal was sagen. Ich schwöre, den ganzen Weg hier habe ich überlegt, was das ist. Und meine Aussage war, ihr seid nicht normal, ihr Österreicher. Ehrlich nicht. Das kennt jeder, ist ganz normal. Gibt es dafür einen deutschen Begriff? Mal, kennst du Fleischwein? Bin ich auch raus. Also egal, was eine Osterjause ist, für mich ist das hier eine Osterjause, Leute. Genau so muss eine Osterjause aussehen. Baumstritzel. Stritzel, oder? Baumstritzel ist was anderes. Baumstritzel. Das ist bei euch ein Hefezopf. Nein, Baumstritzel ist diese ungarische Süßspeise. Das meine ich nicht, aber ein Stritzel ist bei euch ein Hefezopf. Das heißt bei euch Stritzel. Okay. Das ist gut. Kann man schon aufmachen. Kann man schon aufmachen. Das Gute ist, dass das Sigi heute bezahlt ist. Ey, der Elero-Support ist ja anders bei uns. Hier ist ja das Gesicht hier, Elero. Wo hast du Elero selber an? Ja, immer. Oh, stark. Starte die Osterjause. Passt, ja. Ladies and Gentlemen, frohe Ostern. Frohe Ostern. Mmh. Ostern macht Spaß. Ah,
Das ist das Beef Carpaccio, oder? Ist das das Beef Carpaccio? Ich schwöre euch nicht, ich habe keinen Tabasco bestellt. Aber hast du an mich gedacht? Oder weil ich schwarz bin, hat er sich gedacht, der braucht etwas Scharfes. Lange nicht mehr so ein gutes Beef Carpaccio gegessen. Beef Tartar auch gut. Was sagen wir zum Essen? Irgendwie verbringe ich alle Feiertage nur mit den beiden. Weihnachten bin ich dieses Jahr auch bei euch. Finally me and you and me, just us and your friend Steve. Elias ist vegan. Man muss da konsequent dranbleiben, wenn man vegan ist. Eine Minute, 37 Sekunden später. Ist das der vegane Salat, hä, mit Speck drin? Ich wollte nicht mit Speck. Aha. Du wusstest ja auch nicht, dass es vegan ist. Man muss da konsequent dranbleiben, wenn man vegan ist. Leute, ich weiß nicht mehr, welchen Platz Plachuta gemacht hat in der Schnitzeltour von Lukas, ist aber unten verlinkt. Drei war's? Platz 3 in der Schnitzeltour. Dieses Schnitzel ist sehr, sehr krass. Was hat der Herr? Backhandel. Ist das Chicken eigentlich so, gell? Freu mich, jo. Wow, aber ist geil. Aber ein bisschen mehr Salz. Wichtig bei einem Schnitzel, immer erst ohne Zitrone probieren. Lieben wir das Schnitzel. Trotzdem fehlt mir hier ein bisschen Salz im Schnitzel. Schon direkt vorm Frittieren. Das Fleisch muss kräftiger gesalzen werden. Leute erreichen. Was sagst du dazu? Richtige Informationen zu geben, dass die Leute das verstehen. Ich weiß nicht, ob das schmeckt, aber ich habe es noch nie probiert. Das ist der Moment. Es wird jetzt nicht schlecht schmecken, aber es fährt halt einfach nicht. Schmeckt nicht mal wirklich gut. 1 bis 10, Plachuta. Mit dir immer. Essen weiß ich auch nicht, dass das so gut ist. 8. Beutzeile 10 und. So, Leute, schaut mal, wie schön. Ich weiß nicht genau, wo wir hingehen, aber wir gehen jetzt noch irgendwo einen kleinen Drink nehmen und bis die Wiener Stadt. Palmhaus, wir haben gerade angerufen, ob draußen noch was frei ist, wollte er nicht beantworten. Jetzt wissen wir warum. Schöner Park, oder? Wunderschön, ich war hier noch nie, by the way. Ich erforsche auch noch neue Ecken in Wien. Du warst ja auch noch nicht im Sommer da, du wohnst ja erst seit wann da, September? Ja. Okay, kannst du jetzt die Kamera aus meinem Gesicht? 3 minutes later, ladies and gentlemen. Danke, Leute. We got a table. I'm gonna take a sunny place over here. Ich will euch jetzt mal erklären, warum ich mich in die Sonne setze, okay? Und ihr könnt mal eure Meinung dazu abgeben, aber nur ihr beide. Weil Lukas hat mich letztes Mal dafür ausgelacht. Ich habe zu ihm gesagt, ich freue mich schon wieder, wenn Sommer ist, weil dann kriege ich auch wieder so eine Sommerbräune, ein bisschen dunkler. Glaubt ihr, dass dunkle Menschen auch noch dunkler werden, oder? Ich habe ja nie gesagt, dass ich nicht glaube, dass dunkle Menschen nicht noch dunkler werden können. Aber wenn du mich anschaust und sagst, ja, ich habe mal wieder Bock auf eine Sommerbräune, dann muss ich einfach lachen. Ah, okay. Okay, danke. Also Palmenhaus, auf jeden Fall, schaut euch mal diese Karte an. Das sind 3 Harry Potter Bücher. God damn. Übel viel. Runde Nummer 2, Ladies and Gentlemen. Unser Kellner war auf jeden Fall feiern, das sieht man, der war feiern. Wenn ihr den Spur zurück, schaut euch nochmal an, wie er die Sonnenbrille getragen hat. Einmal schießen. Das wäre geil gewesen, hätte er geschossen. Du hast bestellt, wenn die nicht schmeckt, mein Freund. Auf Elero. Wenn der schmeckt, verlinke ich. Beste. Sieht aus wie eine Badewanne. Also schmeckt. Der Lehrer ist unten verlinkt. Kuss geht raus. Schmacken? Ja. Schmacken, ja. Schick gut. Bitte, ja, ja. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten, frohe Ostern. Du dann den Feiergag, gell, immer den Status. Ja. So, Leute, danke fürs Einschalten, gell. So. Hast du noch was zu sagen, oder? Ja, Mann, gell. Was eine schöne Stadt. Was ein schöner Ostern, es ist Montag. Sabrina, du hast das letzte Wort. Was ist das letzte Wort? Frohe Ostern. Nein, lass dir was Spezielles einfallen. Ah, ich bin nicht so spontan. Frohe Ostern, ja. Das machen Männer so untereinander, wenn sie sich lieb haben. Hast du den Vlog schon beendet, oder nicht? Nee, hab ich nicht, weil es noch kein abschließendes gutes Wort gab. Mal ausgefunden. Zu leid. Ich habe mit euch allen nichts zu tun, wenn du mich fragst. Ich muss zusehen.
Erstmal geht ein dicker, dicker Kuss raus für den ganzen Support. Und ja, ich weiß, in den letzten zwei Wochen ist mal ein Sonntag oder ein Donnerstag einfach kein Video gekommen. Wir haben gerade die eigene Serie gedreht und natürlich noch Videos dort und dann bin ich einfach nicht mehr hinterhergekommen. Was aber nicht schlimm ist, ich habe mir was Besonderes für euch überlegt. Ab jetzt müsst ihr alle die Glocke aktivieren, weil es werden jetzt, egal an welchem Tag, immer um 12 Uhr mittags Videos online kommen. So wie dieses Video. Wir waren jetzt zum Beispiel heute Abend essen. Ich schneide jetzt die ganze Nacht. Morgen um 12 Uhr kommt dieses Video so gesagt online. Deswegen alle Glocke aktivieren. Danke für den Support. Kuss geht raus und ab jetzt bretter ich euch voll mit Content.